Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Deutsche Technikfahrzeuge sind bekannt für ihre fortschrittliche Technologie, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Das deutsche Militär verfügt über eine Reihe von spezialisierten technischen Fahrzeugen, die zur Unterstützung verschiedener militärischer Aufgaben und Operationen entwickelt wurden. Deutsche Technikfahrzeuge sollen die Mobilität erhöhen, logistische Unterstützung bieten und bei technischen Kampfeinsätzen helfen. Sie sind ein Beweis für Deutschlands Engagement für militärische Effektivität und Innovation. Heute zeigen wir euch die 10 besten technischen Fahrzeuge der deutschen Armee. Aber bevor wir anfangen, wenn euch dieses Video gefällt und ihr mehr davon sehen möchtet, vergesst nicht, uns ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr weitere Videos direkt auf eure Benachrichtigungen erhaltet. Kodiak. Der Pionierpanzer III Kodiak wurde ab 2002 von Rheinmetall Deutschland und RUAG Schweiz entwickelt. Die Hauptaufgaben dieses Kampftechnikfahrzeugs sind der Bau und die Beseitigung von Hindernissen auf dem Schlachtfeld und die Räumung von Wegen durch Minenfelder, um sichere Fahrspuren für andere Fahrzeuge zu schaffen. Es ermöglicht Angriffseinheiten, sich schnell durch Hindernisse zu bewegen, bevor die feindlichen Kräfte eine Verteidigung aufbauen. Das Pionierfahrzeug Kodiak basiert auf einem modifizierten Leopard 2 Panzerfahrgestell. Dieses Militärtechnikfahrzeug ist mit einem klappbaren Baggerarm, zwei Spillwinden und einem durchgehenden Planierschild oder Minenpflug an der Front ausgestattet. Dieses technische Fahrzeug ist mit zwei 9 Tonnen Spillwinden ausgestattet. Jede hat eine Seillänge von 200 Metern. Mit Hilfe von Flaschenzügen beträgt die maximale Zugkraft bis zu 62 Tonnen. Wisent 1. Der Wisent 1 oder Bergepanzer Wisent wurde von einer deutschen FFG-Gesellschaft als Privatunternehmen entwickelt. Er basiert auf dem Fahrgestell des Panzers Leopard 1. Im Grunde ist er identisch mit dem ursprünglichen Leopard 1 Panzerwagen, der in den 1960er Jahren entwickelt wurde. Das Gesamtkonzept dieses Mehrzweckfahrzeugs ist eine modulare Plattform, die mit verschiedenen zusätzlichen und austauschbaren Ausrüstungen ausgestattet werden kann. Ein einziges Fahrzeug kann für verschiedene Einsätze verwendet werden. Es ist für die Unterstützung von Leopard 2 Panzern vorgesehen. Als gepanzertes Bergungsfahrzeug kann der Wisent 1 beschädigte, festgefahrene, überschwemmte oder umgestürzte Kampffahrzeuge auf dem Gefechtsfeld bergen. Er schleppt sie auch zum nächsten Unterstand oder zur nächsten Wartungseinheit. Das Fahrzeug kann auch Wartungsarbeiten im Feld durchführen. Für die Rolle des Pionierpanzers ist der Wisent 1 mit einem neu entwickelten Baggerarm ausgestattet. Liebherr G BKF. Der Liebherr G BKF ist eine ungewöhnliche Militärmaschine. Dieses Fahrzeug ist mit Spezialausrüstung für Kran-, Winden-, Abschlepp- und Bergungsarbeiten ausgestattet. Außerdem ist es mit gepanzerten Kabinen ausgestattet. Der Liebherr G BFK wird zum Bergen von Abschleppen einer breiten Palette von Militärfahrzeugen eingesetzt. Mit diesem Gerät können fast alle Radfahrzeuge der Bundeswehr geborgen und geschleppt werden. Dieser Mobilkran kann auch für Bauaufgaben, den Umschlag von Containern, Lagern und eine Vielzahl anderer Aufgaben eingesetzt werden. Diese Maschinen sind auch für verschiedene friedenserhaltende Maßnahmen gut geeignet. Dieses Fahrzeug hat einen Telekop-Ausleger, der bis zu 20,9 Meter ausfährt. Es hat eine maximale Hubkapazität von 22,8 Tonnen bei 7 Metern. Bei maximaler Reichweite beträgt die Hebekapazität 5 Tonnen. Der GBKF kann Fahrzeuge mit einem Höchstgewicht von rund 40 Tonnen ziehen. Er kann sowohl vollbeladene Militärlastwagen als auch gepanzerte Mannschaftstransportwagen der Marke Fuchs ziehen. Bison. Der Bison ist ein deutsches Abschleppfahrzeug, das auf einem Mercedes-Benz Actros 8x8 Schwerlastwagen basiert. Er ist bei der deutschen Armee im Einsatz. Er ist mit einer speziellen Bergungsausrüstung ausgestattet. Es ist hauptsächlich für die Bergung verschiedener militärischer Radfahrzeuge vorgesehen. Er kann gepanzerte 8x8 Boxer-Mannschaftswagen oder andere Fahrzeuge mit ähnlichem Gewicht bergen. Der Bison kann festgefahrene, beschädigte, umgestürzte oder überschwemmte Militärfahrzeuge bergen.
Der Bison schleppt sie zu Wartungseinheiten oder bietet Wartungsdienste vor Ort an. Das Fahrzeug ist außerdem mit einem Hydraulikkran ausgestattet. Er wird zum Bergen umgestürzter Fahrzeuge und zum Heben verschiedener Lasten verwendet. Es hat auch eine Bergungswinde. Außerdem gibt es Abschleppstangen und Abschleppseile. Das Fahrzeug hat einen speziellen Rahmen, mit dem behinderte Fahrzeuge auf eine spezielle Abschleppstange gehoben werden können. Behinderte und unkontrollierte Fahrzeuge werden in einer halb angehobenen Position abgeschleppt. Wiesent 2. Das gepanzerte Pionierfahrzeug Wiesent 2 wurde von FFG in Deutschland entwickelt. Dieses Fahrzeug sollte die Anforderungen aktueller Operationen und Einsatzszenarien in Krisengebieten wie Afghanistan und Irak erfüllen. Der Wiesent ist ein ungewöhnliches Mehrzweckfahrzeug. Es kann in weniger als 5 Stunden von einem gepanzerten Pionierfahrzeug zu einem gepanzerten Bergungsfahrzeug umgerüstet werden. Das gesamte Konzept dieses Fahrzeugs ist eine modulare Plattform, die mit verschiedenen zusätzlichen und austauschbaren Ausrüstungen ausgestattet werden kann. Einmal als gepanzertes Pionierfahrzeug konfiguriert, kann der Wiesent 2 Hindernisse auf dem Schlachtfeld aufbauen und beseitigen. Er kann auch Feuerstellungen vorbereiten, Gräben abdecken und so weiter. Als gepanzertes Bergefahrzeug konfiguriert, kann der Wiesent 2 mit einem Kran Lasten bis zu 32.000 Kilogramm heben. Er kann zum Heben von Türmen oder Powerpacks von Kampfpanzern oder für andere Hebearbeiten eingesetzt werden. Bergepanzer 3 Buffel. Der Bergepanzer 3 Buffel wurde von Rheinmetall entwickelt. Er basiert auf dem Fahrgestell des Leopard 2 und ist mit einem leistungsfähigen Bergegerät ausgestattet. Der Bergepanzer 3 ist mit einem Kran, einer Seilwinde und einer frontseitigen Planierraupe ausgestattet. Die Hauptaufgabe des Buffel ist die Bergung von beschädigten, umgestürzten und überfluteten Kampfpanzern und anderen Kettenfahrzeugen. Er leistet auch Wartungsdienste oder schleppt sie zu Wartungseinheiten. Zu den weiteren Aufgaben des Buffel gehören allgemeine Planierarbeiten und die Beseitigung von Hindernissen. Der Buffel verfügt über einen großen, auf der Drehplattform installierten Kran, der 30.000 Kilogramm heben kann. Der Kran kann um 270 Grad geschwenkt werden. Er ist in der Lage, den Turm der meisten Kampfpanzer anzuheben. Der Bergepanzer 3 trägt ein Ersatztriebwerk an der Rückseite der Wanne. Es kann das Aggregat des Leopard 2 innerhalb von 25 bis 35 Minuten ersetzen, je nach Version des Panzers. Lynx CSV. Das gepanzerte Instandsetzungs- und Bergungsfahrzeug Lynx CSV wurde von Rheinmetall als privates Unternehmen entwickelt. Das Akronym CSV steht für Combat Support Vehicle. Es wurde erstmals 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt. Es ist ein Mehrzweckfahrzeug, das zur Unterstützung von Lynx-Schützenpanzern entwickelt wurde. Dieses gepanzerte Fahrzeug kann Bergungs- und Reparaturarbeiten durchführen, Wege freimachen, Verteidigungsschanzen ausheben und Fracht auf dem Schlachtfeld transportieren. Der Lynx CSV basiert auf der Wanne des Schützenpanzers Lynx Kf-41. Der Drehturm wurde entfernt. Der Lynx CSV ist mit einem 5-Tonnen Hydraulikkran, einem frontmontierten Planierschild und einer Bergungswinde ausgestattet. Baggeranbaugeräte wie zwei Schalengreifer und Felsbrecher können angebracht werden. Die Hauptfunktion des Lynx CSV ist die Bergung von beschädigten, festgefahrenen, umgestürzten oder außer Gefecht gesetzten Fahrzeugen. Er kann sie auch zu den nächstgelegenen Sammelplätzen oder Wartungseinheiten schleppen. Leguan. Die Leguan-Brückenlage ist eine Raupen- bzw. radgetriebene Sturmbrücke zur Überquerung von Hindernissen und kleinen Wasserläufen. Sie wurde von Kraus Maffei Wegmann entworfen und entwickelt, zunächst für die deutsche Armee. Der vollautomatische, elektronisch gesteuerte Leguan-Brückenbelag kann auf den meisten Böden in etwa 5 Minuten verlegt und zurückgerollt werden. Die Leguan-Brückenlage wurde auf der Grundlage der gepanzerten Brückenlage Leopard 1 der Bundeswehr, Biber, entwickelt. Das Leguan-Brückenlagensystem ist so konzipiert, dass es je nach Bedarf in verschiedenen Formen konfiguriert werden kann. Es kann entweder als 2 26 Meter Brücken mit einer maximalen Breite von 40 Metern oder als 2 14 Meter Brücken mit einer maximalen Breite von 20 Metern konfiguriert werden. Der Brückenleger kann von einem einzigen Bediener gesteuert werden.
Der Fahrer oder Kommandant kann die Brücke mit Hilfe der Bedienelemente und einer grafischen Benutzeroberfläche verlegen. Keiler. Das Minenräumfahrzeug Keiler wurde von Rheinmetall entwickelt, um die Anforderungen der Bundeswehr zu erfüllen. Er basiert auf der Wanne des mittleren Panzers M48A2 Patton. Er ist darauf ausgelegt, Fahrspuren durch Minenfelder zu räumen, damit Fahrzeuge der eigenen Seite sicher passieren können. Er kann sowohl Antipersonen- als auch Panzerabwehrminen räumen. Dieses technische Kampffahrzeug ist mit einem schweren, rotorgetriebenen Minenschlägel ausgestattet. Es hat zwei Räumschächte mit 24 Schlägeln. Die Schlägelköpfe können leicht ausgetauscht werden. Der Keiler bringt Minen entweder zur Explosion, zerreißt sie oder wirft sie zur Seite. Dieses Entminungsfahrzeug räumt einen 4,7 Meter breiten Weg. Er kann eine 120 Meter lange Spur in einem Minenfeld innerhalb von 10 Minuten räumen. Es wird behauptet, dass der Keiler 98% der Minen auf seinem Weg räumt. Minen können im automatischen oder manuellen Modus geräumt werden. Der Keiler verfügt auch über ein automatisches Fahrspurmarkierungssystem für geräumte Fahrspuren. Es befindet sich auf der Rückseite des Rumpfes. Liebherr G LTM 1090 4.2. Der Liebherr G LTM 1090 4.2 ist ein gepanzerter All-Terrain-Kran. Sie können für verschiedene Bauarbeiten, den Umschlag von Containern, die Bergung von beschädigten, festgefahrenen oder umgestürzten Fahrzeugen und für eine Vielzahl anderer Aufgaben eingesetzt werden. Diese Maschinen sind auch für verschiedene friedenserhaltende Maßnahmen gut geeignet. Dieser Kran hat einen leistungsstarken Telekop-Ausleger, der bis zu 35,7 Meter ausfährt. Er kann Lasten mit einem maximalen Gewicht von 36,6 Tonnen heben. Er kann für mittlere und schwere Kranarbeiten eingesetzt werden. Dieser Mobilkran ist mit einer einzigen Bergungswinde mit 49 Metern Seil ausgestattet. Die Winde ist am Heck montiert und kann für die Bergung festgefahrener, überschwemmter oder beschädigter Fahrzeuge sowie für die Selbstbergung verwendet werden. Bei Bedarf kann die Winde nach vorne verlegt werden. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der technischen Fahrzeuge euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.